In diesem Video zeige ich Ihnen die Stabübung Wasserfall. Weit hinausgreifen und ganz bei sich ankommen. Bei der Kupferstabübung, so ist es, waren wir weit draußen mit unserem Empfinden jenseits des Stabes. Bei Kwi-Kwi haben wir mit diesem Raum jenseits des Stabes eine Kommunikation aufgenommen. Und jetzt bei der Übung Wasserfall, da geht es darum, wieder ganz bei sich anzukommen und trotzdem mit diesem umfassenden Raum verbunden zu sein. Wir beginnen, indem wir mit dem Stab den unteren Menschen spüren, dann hinaustasten in den Umkreis zu dem Stern über uns und uns dann langsam diesen Raum zu uns im Rücken, in unserem geistigen Raum herunterkommen lassen. Und dann lassen wir den Stab fallen. Es geht nämlich darum, als Hauptaspekt einfach kein Stress. Dass man sich dann zulässt, dass die Hände den Stab zufällig im Rücken fangen, ist quasi das Nebenprodukt. Achten Sie nicht nur auf den Moment, wenn der Stab im Rücken fällt, sondern auch die Vorbereitung, wenn der Stab steigt. Spüren Sie durch diesen Raum hindurch, merken Sie dann, wie es leicht, luftig, lichtvoll im oberen Raum wird, wie Sie in der Vertikalen stehen, Kontakt zu oben und unten haben. Spüren Sie den Hinterraum und spüren Sie dann, wie Sie den Kontakt zum Hinterraum behalten, gleichzeitig groß werden, wenn der Stab runterkommt. Sie sich spüren und den Umkreis, bevor Sie dann entspannt fallen lassen. Auch dann ist die Übung nicht vorbei. Innerlich strömt es weiter nach unten. Der Stab kommt auf der linken Seite nach vorne. In Ihnen strömt es auf. Und erfüllt Sie mit innerer Kraft bis zum Herz, das sich nach vorne öffnet. Beim Wasserfall geht es darum, dass Sie einerseits diesen großen, umfassenden Raum spüren, aber auch ihren eigenen Hinterraum und das verbinden und dann in sich in ihrer Säule loslassen nach unten. Tun Sie deshalb, wenn Sie den Stab fangen, nicht sich nach vorne beugen, um den Stab zu erwischen, sondern gehen Sie in Ihrer eigenen Säule nach unten. Dann nehmen Sie diese Energie auch in sich auf. Bleiben Sie aufrecht. Und wenn Sie dann zurückkommen, haben Sie eine Energie, die erst nach unten strömte und dann von unten wieder zurückkommt und Sie innerlich mit Kraft erfüllt. Wenn Sie die Bewegung des Stabes intensiv erleben, dann wird auch der Atem von dieser Bewegung mitgenommen. Wenn Sie das merken, ist das gut und Sie können das gerne unterstützen, dass hier auch in diesem Bereich etwas geschieht. Aber machen Sie es so, dass der Atem nicht starr an die Bewegung gebunden ist oder die Bewegung sogar führt, sondern dass er sich selbst entfaltet. Wenn er will, geht er mit der Bewegung mit. Wenn er möchte, kann er in den Gegenrhythmus gehen oder ganz freie Rhythmen entwickeln. Und trotzdem ist er dann mit der Bewegung verbunden. Und das ist dann noch ganz wichtig eigentlich, wenn Sie sich vorgenommen haben, den Stab zu fangen und er fällt Ihnen trotzdem runter, dass Ihnen das ganz gleichgültig ist. Sie haben das gleiche Gefühl, als hätten Sie gefangen, lassen los,
spüren diese gute Wirkung, die zurückkommt. Und erst wenn die abgeklungen ist, bücken sie sich und holen sich den Stab wieder. Und nicht, oh, ich habe ihn nicht gefangen, oh, ich muss den Stab wieder aufheben und es besser machen. Nein, es ist eine Entspannungsübung. Und gerade wenn Ihnen der Stab runterfällt versehentlich, können Sie am besten üben, entspannt zu bleiben.